Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dem KV2 auf der Map Highway. Das ist so eine North Dakota, South Dakota Map und zwar ein Tier 6er Match. Ja, ich finde es ganz lustig. Der KV2, echt Hammer Fahrzeug irgendwie. Es ist aber halt auch mit der 152 mm geht auch eine große Gefahr einher, weil man ganz einfach mit dieser krassen Kanone kaum Genauigkeit hat. Nur wenn man komplett aimt und ein bisschen Glück dabei hat und der Gegner so eine lustige Silhouette hat und weiß, wie man mit der Gun schießt, dann trifft man auch wirklich und dann zieht man auch nur den krassen Damage. Davor nicht. Es ist aber auch so eine Sache immer, es gehört immer ein wenig Glück dazu, mit diesem Panzer zu fahren und zu schießen. Besonders, weil er eher weniger Panzerung hat. So wie, ich glaube, für vorne nur 75, an der Seite nur 75 und hinten 60. Also kaum Panzerung an sich. Genauso wenig wie am Turm. Am Turm hat er noch eine schlechtere Panzerung an den Seiten sowie hinten. Und vorne ist nicht gerade das Beste. Da kommt auch sehr, sehr viel durch. Also er hat wirklich eigentlich... Es ist ein fahrender Weakspot, wenn man so möchte. Er hat eine 25 Sekunden Nachladezeit. Ich habe jetzt die Crew noch nicht auf 100%, deswegen ist es so. Und er hat halt dat. Wirklich dat, dat. Ihr seht es gerade. Ja, wie soll ich sagen? Aim Time, also Zielerfassung. Er hat 4 Sekunden oder 3,6 oder 3,8 Sekunden, also bis das Aiming Visier voll ist, das ist schlimm. Also es ist wirklich ziemlich, ziemlich krass mit dem Panzer zu fahren, auch wenn viele denken, ja, das ist OP, OP. OP ist kein Panzer, nur wenn man OP, wenn man einen Panzer spielen kann und fahren kann, dann ist es OP. Hier in dem Fall lasse ich erstmal den KV-85 die Vorfahrt, werde ich meinen Teammates angewiesen habe, bei der Basis zurück zu bleiben. Ich bin ja in einem Platoon, aber man sieht halt nicht unbedingt das beste Platoon, ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs, beziehungsweise ich in die Stadt, auf Nahkampf ein bisschen aus, um zu gucken, was so alles geht. Fürs Erste schon mal, war schon mal gespannt. Ich habe jetzt erstmal Gold geladen, also mit 136 Durchschlag und 700 Damage. Und halt ein bisschen Ausschau mittlerweile erstmal so, wo können wir was drücken. KV-220 erstmal gesichtet, will natürlich schießen und... Der geht nicht durch mit der Goldmuni. Ich denke mir erstmal so, oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ich bin an der Seite vom KV-220, einem sowjetischen Tier 5er, nicht durchgekommen. Das ist ziemlich, ziemlich, ja, ich sag mal, ja, deprimierend. Jetzt habe ich mir gerade schon auf den KV-1S geaimt, kurz bevor dann meine Nachladezeit zu Ende war, stellt sich aber dieser Cromwell in meine Front. Ich denke mir nur so, ist das dein Ernst? Ich weise dem Cromwell an, zurückzufahren, wie im Chat auch schon. Aber er fährt einfach nicht zurück und in der Zeit kriege ich auch schon einen Hit vom T-34 rein. Da habe ich jetzt aber keinen Abschuss gedrückt, weil ich mir dachte, ah, da kann ich keinen sicheren Schuss gewährleisten. Ich warte lieber kurz, vielleicht kommt er nochmal raus. Ja, mittlerweile steht es gar nicht mehr so gut. 1-4 steht es für unser Team. Es sieht ziemlich verloren aus, muss ich gestehen. Wir sind auf 2000 HP im Rückstand schon fast, wenn man so möchte. Und der KV-1S drückt mir da wieder eine Stelle. Ich bin jetzt schon bei der Hälfte meines Lebens, mehr oder weniger. Hab natürlich meine AP-Rounds noch, meine APCR-Rounds noch geladen. Mit diesem Abschluss lade ich aber meine HE-Rounds durch. Bedeutet, ich habe jetzt einen APCR-Abschluss mit 289 und damit den KV-1S gefinisht. Und jetzt lade ich die HE-Shells, also die High-Explosive-Shells durch. Die ja eine ziemlich geringe, ich sag mal, Durchschlagskraft haben, aber dafür einen ziemlich hohen Schaden, wie man sieht. Im Gegensatz zu den normalen APCR-Rounds wie hier. Also jetzt haben wir diese hier geladen. Hochexplosiv mit 86 Durchschlag und 910 Schaden. Dafür aber nicht schlecht, wie schon erwähnt. Man kommt halt ziemlich so ziemlich bei allem durch und macht etwas Schaden. Gegebenenfalls bei Weakspots auch sehr, sehr viel Schaden. Und Panzer mit geringer Panzerung natürlich sowieso, weil dann macht man halt bis zu 910 Schaden und das ist sehr viel. So, jetzt erstmal nach neuem Frischfleisch Ausschau gehalten. Wir haben jetzt auch wieder 1500 HP im Rückstand. Ich denke mir, ich kriege den noch, den Type T-34, komme dann aber mit dem Aimen nicht hinterher und sehe von rechts auf der Karte einen BDR kommen, der mir auch schon, der mich schon abschießen wollte. Worauf bin ich vorfahren? Aime, wenig viel und dann einfach abdrück. Man hat gesehen, der BDR hat mir 243 gegeben. Das kann nur auf seine Tier 7er Gun zurückzuführen sein. Das ist die krasse mit 250 Damage, soweit ich weiß. Oder ein bisschen mehr oder weniger. Auf jeden Fall mehr als 200 Damage.
Das ist der 7er Gun vom BDR, die er mir da gedrückt hat. Jetzt bin ich schon lowlife, 214 HP so noch übrig und bis jetzt 559 Damage gemacht. Der Type T34 wurde auch vom BDR eliminiert und ich begebe mich jetzt mit den HE Shells auf den Weg mal und guck so ein bisschen, okay, die bei der Basis kriegen ganz schön auf die Fresse, wenn ich das mal auf so auf Hochdeutsch sagen darf. Also ziemlich was reingedrückt und wir haben bald keine Reserven mehr bei der Basis. Sprich, ich habe unserem Team signalisiert, sich zurückzuziehen, sehe da aber noch einen Leoparden-Spotter, denkt mir schon so, ah, das könnte natürlich eng werden, wenn ich jetzt gespottet bin, bezüglich einem ARL und einem Chito, die noch leben, die nicht aufgedeckt sind. Wir haben kaum Spots, worauf ich mir gedacht habe, das ist eine potenzielle Gefahr. Habe nicht lange überlegt, geaimt und geschossen, mehr oder weniger, wobei das schon ein Blindshot war. Wobei wir aber, wie ihr seht, ziemlich im Rückstand sind. Wir haben 1420 zu 2790. Bedeutet, wir sind wirklich, wirklich mit den HP im Rückstand. Wir haben große Probleme, da jetzt da noch viel zu machen. Besonders, weil wir ja schon bei unserer Basis sind und wir müssen da erst hinkommen. Die Windschoss sieht zu der Zeit auch nicht gut aus. 31% wegen dem gegnerischen Chito. Ja. Also, die beste ist auch nicht. Und bisher habe ich nur 965 Schaden gemacht. Entscheide mich jetzt aber, den Entfernung des Drehzahlbegrenzers zu aktivieren. Wie man unten in der Leiste sehen kann. Ja, das ist der hier. Und das gibt mir 10% Motorleistung, aber es beschädigt auch den Motor. Sprich, ich muss diesen auch zur richtigen Zeit wieder rausnehmen. So, mittlerweile schaue ich gerade nach Feinden. Hoffe, dass ich nicht gespottet bin. Und ja, wenn man mal kurz anguckt, was für Schüsse ich schon reinbekommen habe. Am Turm kommt alles durch, an der Wanne kam auch sehr viel durch. Also wir haben wenig abgewehrt und es kam wirklich sehr, sehr viel durch. Aber ich denke, wir haben das soweit schon im Griff, ja, gehabt. Bis zu der Zeit. Jetzt muss ich KV2, als ungenauer Panzer, snipen. Sehe ein ARL V39, drück ab und es geht genau auf ihn drauf. Und ich zerstöre ihn mit einer 6 oder 10er Schelle direkt One-Shot. Ass, würde ich sagen. So, jetzt nachladen natürlich. Die HE-Rounds, das dauert 25 bis 26 Sekunden natürlich, bis ich da mal nachgeladen habe. Nicht so komfortabel, muss aber sein. Bisher 4 Kills, 1575 Damage. Es steht 12 zu 12. Wir sind mit dem HP natürlich wieder im Rückstand. Ich ziele auf den T34 und schalte ihn aus mit einer 104er Schelle. Damit steht es 13 zu 13, da der Chito unser Team jetzt komplett hier bei der Basis erledigt hat. Unsere Stuck B steht da unten irgendwo. Ich entscheide mich dazu, hier Stellung hinter unserem toten Teammate, dem BDR G1B, Stellung zu nehmen. Muss nachladen, der Chito kommt bei meinem Turm gerade im Moment nicht durch. Ich sehe, er hat die 90 mm, drücke ab und damit eine 478er Schelle. Der 6. Kill in diesem Match mit 2175 Schaden. Und da schreibt er direkt, why not pen with gold, lol. Er hat mich mit Gold abgeschossen. Ja, auf jeden Fall hat er probiert, mich mit Gold abzuschießen. Ich denke mal, das ging direkt irgendwie auf die Kanone drauf. Deswegen kam man nicht durch. Aber ist ja egal. Da sprechen wieder die Flame aus World of Tanks gerade im Moment vorhin, aber ist ja wurscht. Ich sehe gerade eine Matilda, merke aber, sie bewegt sich nicht viel. Ziel auf sie, da kann ich mir schön Zeit lassen, habe ich mir gedacht. Und dann damit der letzte Kill in diesem Match. Und damit ist der Win 15 zu 13. Wir haben das Match, also beziehungsweise ich habe das Match wirklich noch gerissen am Ende. Das Team hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Hätte ich jetzt nicht so gehandelt, wie ich gehandelt habe. Ich habe mich gut hinter dem BDR, wie ich finde, versteckt und habe so den Schuss abgewehrt. Hier sieht man auch die Einschusswunde vom Ding, die grüne hier in dem Fall am Turm. Da sieht man, okay, er kam auch nicht durch. Ja, er hat direkt auf die Kanone geschossen und da ist halt am meisten Panzerung, wie man sehen kann. Da kommt er auch mit Gold nicht durch. Und das war ganz einfach das Lustige. Es hat in dem Fall wirklich mal was gebracht, mit dem KV2 zu spielen. Ich habe 7 Kills, 2527 registrierten Damage, aber das schauen wir uns jetzt nochmal in der Match-Auswertung am Ende an.
Ja, ich muss schon sagen, nach dem Match ist vor dem Match. Nur mit ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Gold. Ich finde super, ganz ehrlich. Wir haben hier eine super Anzahl gemacht, was Geld und Credits angeht. Allgemein so, EP, ich bin ganz zufrieden damit eigentlich. Mit der Sniping-Action und wir haben halt wirklich ziemlich viel auf weite Entfernung geholt. Ich muss sagen, der KV2 hat sich hier wirklich bezahlt gemacht, ja. Ich war zwar in der Platoon, hat aber nicht so viel gebracht, wie man sieht. Ich habe, wie gesagt, ihm gesagt, es soll die Basis defen. Es hat dann auch ganz okay funktioniert. Und es, ich muss sagen, es war in Ordnung. Ich bin eigentlich zufrieden damit. 7 Kills habe ich gemacht in dem ganzen Game. Mit 2527 Damage. Für ein KV2 ganz lustig. Ich finde der Panzer ist allgemein ganz toll, aber es ist halt auch mehr oder weniger eine Glückssache, ob man trifft oder nicht. Man hat eine lange Aim-Time etc. Also es hat seine Vor- und Nachteile mit dem KV2. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wieder mal bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.